Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hier in Hyrule herbstet es, wie auch in Deutschland, gar sehr. Und deswegen müssen wir uns einmal kurz das heilige Erbe der Gerudo auf den Kopf setzen, um nicht von einem Blitz versenkt zu werden. So, wundervoll. In der letzten Folge haben wir das dritte Drittel von Grivalis Ballade gelöst. Und somit will nur noch der Fluch ein zweites Mal besiegt werden. Und ich würde sagen, das machen wir als erste Amtshandlung in dieser Folge. Und somit reisen wir zu Warmedo und stellen uns dem Peiniger von Warmedo ein zweites Mal. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird, was wir zur Verfügung gestellt bekommen und vor allem, worauf wir alles verzichten müssen. Wie ist das denn? Wie sieht das in puncto Reckenfähigkeiten aus? Ja, sieht gut aus. Rudania ist ready, Obosa zweimal immerhin. Mifa ist da. Es passt also eigentlich. So, und wir sollten uns auch ganz schnell hier reinbegeben. So. Da ist er. Der gigantische Wellensittich. Demjenigen, der diesen Titanen betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Medo deine Erinnerungen. Als hätten die sonst Funktion oder Wert und als hätten wir eine Wahl. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Yep, das kennen wir mittlerweile. Diesmal haben wir sogar eine Virtual Reality, Reality-Brille auf. Zumindest sieht es so aus. Die neue Oculus 5000, wer kennt sie nicht? So. Oh weh. Dies ist ein Ort der Illusionen, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Mal sehen, wie derbs diesmal hier drinnen zugeht. Dein Gegner hier entspringt der Furcht, der dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Schon länger nicht mehr gesehen. So, Sekunde mal. Wir haben ein paar Stücke des Spottes und des Hohnes. Des Weiteren die Orni-Kluft. Keinen Schild und Pfeil und Bogen. Immerhin reichlich Pfeile. Und die Bögen gehen auch soweit. Immerhin. Danke dafür. Dankeschön. Das sieht doch recht brauchbar aus. Ein Eisvogelschwert. Hatten wir das jemals schon mal gehabt? Ein zweischneidiges Schwert des Orni-Volkes. Um im Flug seinen Trägern nicht zur Last zu fallen, ist es extrem leicht. Kann ich davon? Moment. Es gehört zwar, Moment, nicht mir, aber ich mach mal schnell ein Foto davon. So. Wir bekommen es quasi gratis. Aber ich glaube, das lassen wir mal lieber. Das lassen wir dann doch mal lieber. Aber von dir haben wir schon ein Foto gemacht. Das ist schon mal sehr gut. So. Ich muss erstmal wieder überlegen, wie es hier war mit dem Fluch. Da ist er. So. Und so. Und oh. Das war nicht so gut. Würden böse Zungen behaupten. So. So nicht. Okay, bisher
wirkt es ganz gut, ganz schaffbar, vor allem. So, muss ich natürlich durch die Lande teleportieren, ganz klar. So, so. Na, gut, dass wir 100 Pfeile haben. Und nicht irgendwie 10 oder so. Und wir uns ausgefallene Strategien überlegen müssen, um damit irgendwie zurechtzukommen. So. Was machen wir jetzt Hübsches? Ich würde sagen, die Bombenpfeile, die heben wir uns fürs Grande Finale auf. Oh, da kommen wir doch mal zu dir. Und, ach. Wow. Wow. Ich glaube, das nennt man einen missglückten Angriff. Okay. Ich wollte nur ein bisschen pokern und ein bisschen posen. Natürlich nur. Es war keine Absicht. Also es war Absicht, meine ich natürlich. So, jetzt aber. Jetzt aber ran hier. Verflixt. Komm. Ich habe den irgendwie weggeschubst. Ah, den Kadaver. Das ist fies. Aber der ist so kraftlos wie eh und je bisher. Also ich mache mir wenig bis gar keine Sorgen. Der ist ja wirklich bisher eine Lachnummer. Seine Schüsse schaden mir in etwa gar nicht. Die Pfeile werden wohl auch nicht knapp werden. So. Und jetzt. Ah, es wird noch nicht ganz Zeit. Für die zweite Hälfte. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Hallöle. Jetzt aber. So. Ah, brauchen wir nicht mehr. Jetzt muss ich überlegen, in der Tat, wie das war. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und wie ich das tue. Das war die Geschichte, aber auch da brauche ich keine Angst zu haben. Definitiv nicht. So und so und so. Hallöle. Na komm schon her. Na komm, oh ja, komm her, du bist ja ein Feiner. Ein Feiner bist du. So und so und so und so. Das zerbricht. Mach Sachen. Wir haben ja noch gar nicht. Wir können jetzt mal. Denn Urbosa ist ja nichts ohne eine Waffe. Das ist problematisch. So, das sollte jetzt aber definitiv gehen. So, Mist. Na, wohin flieht er? Du kannst nicht mehr fliehen. Ah, die Geschichte. Das nützt dir definitiv auch nichts mehr. Da sind wir jetzt. So, Zeit für den Bogenwechsel. Und jetzt können wir hier beherzt. Mist. Das war ungut. Mist, das war noch blöder. Und das war sein Ende. Das war der Fluch des Windes, wohl eher ein laues Lüftchen. Der ist so schwach und kraftlos gewesen wie eh und je. Das war aber eine blöde Simulation. Da haben wir wohl zu tief in der Grabbelkiste des Steam Stores gewühlt. Sieh an, selbst wenn unsere Ziele andere sind, gehen wir den gleichen Weg. Obwohl ich natürlich lieber fliege, als zu gehen. Okay. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Orni Revali gehört habe,
da möchte ich ihm ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Vamedo verbringen, der von Rivali gesteuert wurde. Also, wie gesagt, ich finde, dem hätten sie doch 4 verschiedene Texte geben können, weil das ist doch... Also wirklich, das ist ja nicht mal eine Cutscene mit Voice Acting. Das hätte doch wirklich nicht wehgetan, dem verschiedene Texte zu geben und nicht aus ihm, dem stolzen, adlerartigen, einen Papageien zu machen. Das war doch wirklich nicht nötig. Naja. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Rivali, einen der Recken, der den Titan Vamedo steuerte. Höre die Geschichte desjenigen, der Medos Lenker ward, bevor er folgte des Reckenpfad. Der Ohrenkrieger Rivali flog hoch hinauf. Sein Dorf suchte die Prinzessin auf, so wie ich nun berichte. Das reicht nicht. Ich muss in der Mitte des Wirbels bleiben, sonst komme ich nie nach oben. Ihr guckt mir heimlich zu? Das ist aber nicht die feine Art, Euer Hoheit. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Vielen Dank, Rivali. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ohne dich... Aber ich muss euch warnen. Das? Ich soll dem Träger des Bandschwerts die Hand halten? Damit dem armen Kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Ich nähere Rivalis größenwahnsinnige Arroganz ja nur äußerst ungerne, aber das war schon ziemlich beeindruckend, diese kleine Flugschau, die er uns geliefert hat. Wirklich sehr graziös und durchaus kampfstark. Ja, das ist nicht angenehm zu sehen, dass selbst solche Kampfkünste Ganon nicht im Ansatz bezwingen konnten und riesige Kampfroboter und ich ohne riesige Kampfroboter dahin soll, mit einem kleinen Zahnstocher bewaffnet und mich ihm in den Weg werfen soll. Na gut. Mir scheint, dass der Recke meines Stammes nicht besonders gut darin war, seine wahren Gefühle zu zeigen. Das glaube ich auch, denn wir haben am Anfang auch gesehen, dass er Probleme hatte, sich
in seinem Sturm zu halten. Vielleicht war er nicht gänzlich bei Kräften oder vielleicht waren auch mentale Probleme dafür verantwortlich. Wie findest du die Ballade von Revali? Ich wollte zeigen, was Revali wirklich fühlte. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Mir ist noch nicht alles klar, aber ich verstehe immer mehr, wie die fehlenden Verse aussehen sollten. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Revalis Sturm wird dir nun noch bessere Dienste leisten. So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Ganons letztes Stündchen hat geschlagen. Revalis Sturm Plus. Na, da bin ich aber gespannt, wo da ein Upgrade vollzogen wurde. Enthält die Macht Revalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, mit dem du in die Lüfte steigst. Halt zum Aktivieren X gedrückt. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Okay. Immerhin das, habe ich mir fast schon gedacht. Denn mehr Versuche bekommen wir, glaube ich, nicht. Aber immerhin lädt sie schneller auf. Gut. Revalis Ballade ist nun also auch absolviert. Und somit fehlt nur noch eine. Natürlich die von Varudania. Im Schlund oder auf dem Todesberg. Und ich würde sagen, wollen wir? Wieso eigentlich nicht? Wir sehen uns das aus nächster Nähe an und werden uns nun diese letzte Ballade vorknüpfen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Region hier eingearbeitet wird. Was wir hier noch zu tun bekommen. Ich freue mich drauf. Aber an den Feuerfluch kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Nee. Da bin ich wirklich gespannt, wie der wohl kämpfen mag. Wir werden es sehen. Zunächst müssen wir uns natürlich der Umgebung entsprechend einkleiden. So. Jetzt rauchen wir auch nicht mehr so. Unser Kopf wird wahrscheinlich noch genug rauchen. Wobei Revalis Ballade eigentlich durchaus klar ging. Muss man sagen. Doch, doch. Sowohl die Rätsel und vom Windfluch ganz zu schweigen. Doch, doch. Mal sehen, wie Daruks Ballade so sein wird. Wie sie klingt. Ob es eher sein wird wie eine verstimmte Katze oder wie eine feine Violine. Wir werden es rausbekommen. So, aber erstmal müssen wir natürlich zum Terminal und uns alles aus nächster Nähe ansehen. Haben wir Platz? Wir haben gerade keinen Platz. Wir nutzen aber einfach mal, würde ich sagen, oder ja, bietet sich an. Revalis verstärkten Sturm. Dieses Terminal ist aber beschwerlich zu erreichen, muss man sagen. Naja, auch das kriegen wir hin. Nach einer Aufladung geht das. So. Dein Kommen beweist deinen Mut.
An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Werden wir nicht. Wo das wohl sein mag. Und die drei? Dieses Licht. Ob es auf Besuche reagiert? Reagiert es auf mich oder? Oh, noch jemand in dieser Hitze unterwegs? Setzt die Hitze auch nicht zu? Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich. Oh, wie süß. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Nee, hab ich nicht. Du liebe Zeit, dann macht dir die Hitze ja genauso wenig aus wie den Goronen. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen. Ich wollte es noch sagen, aber ich habe mich zurückgehalten, aber jetzt hat er es ja selbst für mich erledigt. Dankeschön, Kashiwa, auf dich ist Verlass. Genug davon. Sieh nur, einzelne Monumente aus dem unvollendeten Lied meines Meisters. Aber das weißt du ja mittlerweile. Ach ja, ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Daruk. So höre. Rudania windet sich im Feuerglühen, folg nur dem heißblütigen Recken kühn. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Es gilt, die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Es gilt, der Lava Hitze zu ertragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Und, was meinst du? Ich glaube, ich verstehe die Recken jetzt besser. Ich bin kurz davor, alle grundlegenden Verse zu vervollständigen. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt nur noch spüren. Jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Mein Meister sagte immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Goronia habe ich Yunobo und Bludo getroffen, die etwas über den Recken der Goronen wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Liedes fertigzustellen. Das hoffe ich doch sehr. Zunächst markieren wir uns. Das Monument natürlich. So. Und nun begeben wir uns. Würde ich behaupten, in Richtung der ersten Prüfung. Das erste Drittel befindet sich auf jeden Fall nahe oder im Todesberg. Und zwar wahrscheinlich hier so. Denn das Zerklüftete ist nicht sichtbar, also schauen wir uns diesen Teil des Berges an. Und wir sind genau dann hier so unterwegs. Okay, dann porten wir uns zur Brücke von Eldin. Mit der ich immer noch schmerzhafte Erinnerungen verbinde. Wo wir ein fabelhaftes Gerät finden wollten und nur billigen Schund fanden. Na gut, das ist vergangen. Und nun widmen wir uns
hier nun hoffentlich glorreicheren Aufgaben. Mit glorreicherem Ausgang. So. Was wird es hier geben? Hier will wahrscheinlich die Hitze ertragen werden. Also müssen wir wahrscheinlich irgendeinen Punkt erreichen. Mal sehen. Oder Ringe. Müssen ja auch noch durchflogen werden. Das könnte auch hier sein. Hier ist auch alles ein wenig höher. Von daher würde das auch passen. Okay. So, wir sind da. Wir müssen also noch ein Stück. Ein ganz schönes Stück. Sehe ich da hinten was? Ich glaube, also ich sehe was Blaues. Es könnte ein gelöster Schrein sein. Es könnte aber auch das erste Drittel der Ballade sein. Es könnte aber auch ein Zwetschgenschnapp sein. Und es ist... Ach nee, das ist doch dieser Schrein in dieser Höhle, den wir gelöst haben. Mal. Ich denke, ja. Ja, das ist ein Schrein. Also gibt's da doch nichts zu sehen, aber... Hier gibt es auch weder Ringe noch Markierungen. Höchst seltsam. Ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen ja sowieso noch tiefer hier rein. Höchstens, dass da halt der Startpunkt des Ringefluges ist. Sonst wüsste ich nicht, was wir hier tun könnten. Auf jeden Fall müssen wir auch noch einen Magmarock besiegen. Das ist klar. Da war der Interpretationsspielraum des Verses sehr gering. So, nun müssten wir hoch. Werden wir dann fündig? Werden wir das? Nö. Hitze ertragen. Ist das hier der Flug? Im Moment ist hier nicht allzu viel. Jetzt sollten wir aber da sein. Ich denke, hier war die Markierung. Ja. Wir sollten da sein. Sind wir aber wohl nicht. Mist. Ja, das war nicht so günstig. Ein etwas zu heißes Bad. Verflixt. Nee, das lassen wir. Wobei, Gold... Aber ich will die Steine nicht ins Rollen bringen. Vielleicht brauchen wir die noch. Mist. Und natürlich ist alles in die... Ah, doch nicht. Ah, doch nicht. Ich denke, wir konnten das meiste, wenn nicht sogar alles, retten. Aber markiert ist hier nichts. Was sagen denn die Verse noch gleich genau? Giganten, Lichtringe des Vulkans, der Lava-Hitze. Heißt jetzt konkret was?
Wie ertragen wir denn die Hitze der Lava? Indem wir uns ihr nähern. Und dann wahrscheinlich eine Markierung erreichen. Aber eine solche ist hier bekanntlich nicht zu finden. Oder habe ich mich verguckt? Müssen wir in Wahrheit einfach noch höher? Oder weiter nach links? Oder nach rechts? Aber hier sind wir schon zu weit oben, glaube ich, oder? Aber ich glaube, das passt hier. Mist. Scheint mollig warm zu sein. Da machen wir gar nicht lange rum, sondern folgendes. Wir können natürlich auch uns zu Warmedo porten. Aber das wäre zu einfach, das wäre witzlos. Machen wir es so. Wir werden doch Warmedo nutzen. Habe ich Medo vor allem auch. Rudania nutzen. Habe ich gerade entschieden, das ist doch verträglicher, glaube ich. So. Ich darf den Stick nicht nutzen. Jetzt darf ich nutzen. Jetzt darf ich nutzen. So. Und das tun wir auch. Hab ich mich vertan? Aha. Das war's, denke ich, was ich gesehen habe und gesucht habe auch. Jetzt haben wir's. So. Einmal durch da bitte. Ich glaube, wir haben auch schon lange nicht mehr in den Krater geguckt. Welch ein wunderschöner Anblick. So, und jetzt einmal hier durch, beziehungsweise rankommen müssen wir erstmal, und zwar so. Und dann nach da oben. Wie gemein. Haben wir auch genug Zeit zum Klettern? Jein. Ja, doch, eigentlich schon. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Da können wir uns hier erlauben, auszuruhen. Und wir müssen uns einmal absinken lassen. Aber die Zeit ist hier human bemessen. Das ist sehr erfreulich. Oh, toll sieht das alles aus. Und es geht noch weiter runter. Aber nicht zu tief. Lieber langsam. Wir haben Zeit. So. Ah, das ist toll. Wir folgen dem Lavastrom. Sehr cool. Zu tief dürfen wir uns nicht absinken lassen. Das wäre verheerend, weil hier wieder raufzukommen in der knappen Zeit ist nahezu unmöglich. So. Wundervoll, da wäre der Schrein, der Shadowlohn-Schrein. Und ich würde sagen, da können wir doch einen Blick riskieren. Ganz gewagte These, aber ich behaupte einfach mal, dass wir in diesen Schreinen wohl mit dem Feuer arbeiten müssen. Nee, im toten Winkel. Also kein Feuer. Doch Feuer. Kann ich hier rauf? Es sieht schon mal sehr, sehr cool aus, aber... sehr schön. Das könnte schmerzhaft werden.
Ich darf's nicht mal ausmachen. Aber ich müsste... Ah, verstehe. Ich hätte da runter gemusst, so nämlich. Sozusagen der tote Winkel des Feuers. Ich verstehe, welches Konzept ich hier nutzen muss. Interessant, wie das Feuer hier immer eine Zeit braucht, um wieder intakt zu sein. Das sieht gefährlich aus. Oh ja. Yeah. Das wäre es aber hier gewesen. Nicht wahr? Oh ja. Herrlich. Jetzt haben wir auch den Boden dieses Schreines gesehen. Und wir müssen natürlich, guess what, nochmal von vorne anfangen. Mist. Weil es so schön war. Das war es zwar wirklich. Aber einmal hätte trotzdem gereicht. Aber der Schrein gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, da müssen wir switchen. Sonst enden wir wie Kashiwa als Brathähnchen. Einmal aufladen. Hallo? Und gleich auch wieder runter. So, danke sehr. Was? Wieso das denn? Ich war zu weit links. Ah, verstehe. Das erklärt's. Schnell, Link. Rappel dich schneller auf. Wir haben Arbeit zu tun. Mein Fehler. Irgendwann fallen die auch runter, weil die Schiene zu Ende ist. So. Kurz ausruhen. Und jetzt bitte runter, und zwar in die Mitte. Jetzt haben wir es. So, und die Schiene endet da. Ich verstehe. Ich dachte vielleicht, dass wir die für die Truhe brauchen, aber anscheinend nicht. Okay. Wenigstens sind wir hier sicher. Die Truhe ist noch nicht in Sicht. Das bedeutet, wir können erstmal weiter. Okay. Hier. Hallo, Link. Dankeschön. Der Bursche hat mal wieder Todessehnsüchte. Hier kommt nur die Schnur durch, mehr aber nicht. Okay. Ich bin nicht da. Ich bin immer noch nicht da. Oh, Hilfe. Oh, Menschenskinder. Ich glaube, die sollte ich gleich unschädlich machen. Ist aber schwierig. Im Eifer des Gefechts. Och, jetzt fangen sie hier schon an. Ach so. Na, wenn die schon anfangen dürfen, dann mache ich auch schon mal hier ein bisschen Radau. Jetzt reicht's mir aber mit dir. Der ist ja immer noch wohlauf. Jetzt nicht mehr. Also irgendwann reicht's auch mal. Oh. Jetzt bin ich raus. Und jetzt läuft gar nichts mehr, oder wie? Link, das hätte erst mal jetzt funktionieren können. Und müssen. Muss ich den wirklich anhalten? Wie ich es für alte Omas tun müsste. Nein, komm, das kriegen wir doch hin. Und wie wir das tun?
die Viechgedönse wollen wir gar nicht aufschrecken. Oh, tun wir aber natürlich trotzdem. So hat aber alles funktioniert. Sehr, sehr schön. Wir können aussteigen. Müssen uns aber erstmal umschauen. Nicht, dass wir hier die Truhe... Ne, die ist auch hier nicht. Dann geht's weiter. Jetzt bin ich aber doch langsam mal skeptisch. Denn da vorne ist der Mönch. Aber das dauert noch. Da brauchen wir uns doch noch keine Gedanken zu machen. Truhe, wo bist du? Mach mal Piep. Keine Antwort. Die Truhen zu meiner Zeit waren definitiv höflicher. Ich gehe mal hier drauf, denn noch ist keine Bedrohung erkennbar. Die fällt hier einfach runter, okay. Und das war's. Da hätte ich schnell handeln müssen. Nee, warte, da muss ich noch... Menschenskinder, das ist eine... verflixte Angelegenheit. Muss ich hier mit dem Leben bezahlen? Ich hoffe mal nicht. Für meine Gier. Na komm schon. Na komm. Es kommt keine mehr. Doch. Oh, jetzt haben sie gezögert. Ja und? Kaffeekränzchen. Ach, ich muss hochgucken. Nee, ich denke mal eher nicht. Könnte man aber fast denken. So, ist das vielleicht besser? Oh ja, das ist es sogar. Na dann. Ein Feuergroßschwert brauchen wir nicht. Gelootet wäre sie und somit hätten wir das erledigt. Verdammt. Okay. Durch das Feuertor müssen wir uns erstmal durchschmuggeln. Gilt die jetzt? Ich glaube, die gilt nicht mehr als gemacht. Ein Ärger. Kommt sie noch runter weiterhin? Nee, sie steht noch da. Das heißt anscheinend, dass es gilt. Dann brauchen wir es zum Glück auch nicht mehr zu machen. Und können hier bequem mit der Regionalbahn hier durchfahren. Ein ICE ist das nicht. So. Schön mollig warm. Und hier? Ah, hier muss ich mir dann selbstständig meinen Weg zum Glück bauen. Aber Momentchen mal. Geht das so uneingeschränkt? Ja, das geht schon. Denn da ist die Schiene zu Ende. Die Sparmaßnahmen der Bahn. Man kennt sie. Schienen braucht man nicht. Die können ruhig abgebaut werden. So. Wunderschön. Das wäre dagegen das. So. Hallo? Jetzt Link, ne? Fürs geradeauslaufen braucht man eben auch manchmal ein Navi. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Schon mal gehört. Ein Zeichen von Rudania. In seinem Bestreben, einen Titan zu steuern, stellte sich der Träger dieses Zeichens eine Prüfung des Feuers. Auf drei Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Noch zwei. Und dann haben wir alle Balladen gesungen. Nach einem Sieg über den Feuerfluch, jedenfalls.
So. Ein Drittel ist gemeistert. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.